Hey Leute, passend zum Jahresabschluss haben wir heute die Jahr 2019 Challenge. Da haben wir alle 7 neuen Spielmodi, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Wir werden sie alle spielen und können dabei eine legendäre Truhe gewinnen, epische Truhe, Goldpreise, Blitztruhe und so weiter und so fort. An dieser Stelle erstmal noch vielen, vielen Dank für dieses unglaubliche Jahr an euch natürlich. Wir haben am Anfang des Jahres meine Traummarke geknackt mit 50.000 Abonnenten. Inzwischen sind wir über 170.000 Abonnenten. Was soll ich sagen, 45 Millionen Aufrufe in diesem Jahr, das ist einfach nur absolut irreal, irgendwie mit in diesem Jahr einfach noch 2019 einen Krankenhalt mit Clash Royale zu bekommen. Das ist einfach unglaublich, muss man wirklich sagen. Danke an alles, was ihr mir ermöglicht habt. Ich habe erst Vollzeit-YouTuber gemacht für ein halbes Jahr, konnte jetzt sogar mein Studium verschieben auf nächstes Jahr, weil es eben so krass lief. Ich werde im nächsten Jahr studieren wollen, das heißt nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich alles ein bisschen ruhiger angehen, auch ab dem neuen Jahr dann wahrscheinlich nicht mehr unbedingt immer tägliche Uploads bringen und vielleicht auch öfters Wallstars bringen, einfach um mich persönlich zu entlasten, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass diese 400 Videos und ungefähr 200, 300 Streams, die ich im letzten Jahr gebracht habe und in diesem Jahr gebracht habe, sehr, sehr stressig für mich waren. Muss ich schauen. Ansonsten natürlich jetzt, würde ich sagen, starten wir rein mit der neuen Challenge, mit 7 verschiedenen Spielmodi, die in diesem Jahr reingekommen sind. Tolle Zusammenfassung. Schauen ein bisschen auf dieses Jahr zurück und euch viel Spaß mit den Highlights. Wir starten jetzt hier rein mit dem ersten Spielmodus, und zwar Schweinerennen. Das ist ein Modus, bei dem auf beiden Seiten der Arena für beide Spieler immer mehr Schweine, also Königsschweinchen, gespawnt werden. Am Anfang 1-2, am Ende eben bis zu 4 Stück auf beiden Seiten. Absolut krass, dazu eben Auswahlmodus. Ziemlich verrückter Modus, ziemlich aggressiv, würde ich sagen. Wir starten rein, ich kann euch auch ein bisschen nebenbei was darüber erzählen, was in dieser Zeit so auf meinem Kanal und eben mit Clash Royale passiert ist. Würde ich sagen, wir wählen jetzt erstmal hier gescheit aus. Und allgemein habe ich auch geplant, dass wir heute es am besten so machen, dass wir eben einfach... dass ich eben wahrscheinlich relativ wenig schneiden werde und dann eben optimal 7 geile neue Spielmodi drin haben, die ihr eben dann alle in voller Länge genießen könnt. So, an der Stelle, genau. An sich kam der Modus auf jeden Fall am 4. Februar raus. Da war gerade die Phase, in der ich, glaube ich, mein schriftliches Abitur auch gemacht habe. Und für mich persönlich war das auch eine ziemlich, ziemlich schwierige Phase natürlich. Da war ich zwischen meinem schriftlichen und mündlichen Abitur in dieser Phase. Und da weiß ich noch ganz genau, wie auf jeden Fall dieses Video ziemlich gut angekommen ist. Und ich da auf jeden Fall bei meinem Vater dann da gesessen war und mich extrem über die ersten Aufrufe gefreut habe. Und das ist auch so die Phase auf jeden Fall, bevor ich mein allererstes krasses Projekt gestartet habe. Das war nämlich dann im Februar, da war nämlich das Speedrun-Projekt. Also in dieser Phase befinden wir uns jetzt. In allgemein Clash Royale war eben, glaube ich, kurz vor dem Spuk-Arena-Update, das dann eben den großen Hype von meinen Kanal nochmal gebracht hat. Sprich, wir waren eben kurz davor, dass eben Clash Royale dieses Update rausgebracht hat, in dem, glaube ich, der Erdbeben rauskam und die Spuk-Arena. Und ein paar Monate später kam der Trophäenfall, aber ich glaube, bis dahin war es auf jeden Fall noch ein Stück. So, wir sehen jetzt hier auf jeden Fall, dass auf beiden Seiten jetzt hier gut die Königsmenschen gespawnt werden und können jetzt hier die Sperrkobolde, würde ich sagen, zum Distracten reinbringen. Wir sind schon mal ganz gut dran, der Magieschützen hat auch einen ganz guten Job. Und so, jetzt sind wir schon in der Doppel-Elixier-Phase. Soweit ich auch weiß, gibt es auch zwischendrin sogar eine dreifache Elixier-Phase. Also auf die können wir jetzt auch gleich freuen. Bringen jetzt am besten hier ein Labor dafür, würde ich sagen. Bringen jetzt hier Skelette rein. Und warten es erstmal ab. Ich glaube, sobald die letzte Minute beginnt, befinden wir uns in der dreifachen Elixierphase. Können wir gleich mal drauf achten. Ich würde sagen, dass wir jetzt aber hier lieber. Wobei, wir könnten es eigentlich. Soll ich reingehen? Ich könnte es machen. Ich mach's einfach. Komm, wir haben die Doppel-Elixierphase. Ich gehe mal rein. Jetzt werden wir einfach komplett rein. Das kann richtig krass werden. Magieschützen, die Lakaien, alles dran. Bring noch ein Erdbeben drauf, Zone, damit ist hier alles weg. Bring noch ein Barbarenfass rein. Ja, und so schnell kann es auf jeden Fall gehen. Da haben wir den Modus direkt gewonnen. Eigentlich wäre nach der zweifachen noch eine dreifache Elixierphase gekommen. Und dann wären, glaube ich, noch bis zu 4 Königsweinchen gespawnt. Aber ihr seht auf jeden Fall ein sehr, sehr aggressiver, verrückter Spielmodus. Und ja, wir haben noch weitere 6 verschiedene Spielmodi vor uns. Nun machen wir einen kleinen Sprung und befinden uns jetzt am 19. April. Da kam zum ersten Mal die Drachenjagd raus. Das heißt, wir haben in der Mitte ein Drachenheim, das wir kämpfen müssen. Und wer das Drachenhaar eben zuerst runterbekommt von den HP-Zahlen her, der bekommt eben jeweils einen zufälligen Drachen gespawnt. Also entweder ein Babydrachen, Elektrodrachen oder Inferno-Drachen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir eine Riesentruhe, wird also interessant werden und wir starten rein. An sich war das auf jeden Fall auch noch zufälligerweise mein 100.000 Abonnenten-Special. Also in der Zwischenzeit hat sich eine ganze Menge getan und mein Kanal ist enorm gewachsen. Und zeitlich befinden wir uns auch gerade in dieser Zeit, wo gerade zum allerersten Mal der Pay-to-Win-Account angelaufen ist, der eben dann für einen riesigen Hype auch auf meinem Kanal gesorgt hat. Ansonsten befinden wir uns ganz kurz eben zeitlich bei Clash Royale eben vor dem allerersten krassen Update mit dem Trophäenpfad. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier, wie es läuft. Ihr seht, an sich hat der Gegner jetzt hier den Inferno-Turm gespielt. Wir müssen jetzt erstmal gar nichts machen, weil gegen den Inferno-Turm konnten wir jetzt hier gerade nichts machen. Würde ich sagen, spielen wir jetzt hier einfach gleich einen Schneeball drauf. Und ihr müsst wissen, Inferno-Turm ist so ziemlich die stärkste Karte. Also man kann sich auch ein Deck bauen, wie ihr seht. Genau, das war auch ein wichtiger Punkt bei dieser Challenge eben. Und fast jeder hat Inferno-Turm gespielt. Ihr seht warum, man kann ihn einfach in die Brücke platzieren. Und er holt halt einfach alles down. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen OP. Was Angst in der Situation ist, gar nicht mal so krass war. Weil leider sein Inferno-Turm ziemlich krass meinen Inferno-Drachen direkt weggeholt hat.
Würde ich sagen, kriegen wir mal Fledermäuse rein, einfach zum Cyclen. Vielleicht können wir auch ein bisschen den Inferno-Turm von ihm angreifen. Genau, perfekt. Und bringen jetzt hier eine Valkyrie einfach rein, können jetzt hier projekten, sehr schön. Und an sich ist meine Taktik eben einfach wie am Friedhof-Deck zusammen mit Valkyrie, Frost, Inferno-Turm. Also ziemlich, ja, wie kann man sagen, eklig. Und wenn wir eben einfach diesen einen krassen Friedhof aufbauen können, dann kann eigentlich nichts machen. Und außerdem, ja, das ist es halt. Wenn wir den Inferno-Turm nicht im Cycle haben, dann können wir halt einfach, wie jetzt hier gerade eben, einfach eine Skarmie reinbringen. Wir gehen jetzt hier einfach rein, die Skarmie ist auch auf dem Feld, die Valkyrie tankt. Noch Inferno-Drache kommt jetzt auch noch dazu. Das ist halt so gemein, sehe ich das an, er kann nichts machen, wir frosten noch. Alles ist am Turm und ich muss wirklich sagen, dieses Deck hier, ich habe es ein bisschen random jetzt einfach zusammengebaut, aber es ist halt absolut krass. Und ich finde allgemeiner Modus, ich finde auch schade, dass viele Modi gar nicht mehr danach gekommen sind nochmal, weil sie eben sehr originell waren. Und ihr seht, so leicht kann man gewinnen. Ihr habt es an sich eben gesehen, es geht eben darum, wer zuerst das Drachen in der Mitte holt, der gewinnt praktisch. Und ja, das war ziemlich einfach und damit haben wir auch den zweiten Spielmodus geschafft und gewinnen hier. Ja, auf jeden Fall schon den ersten Preis mit der Riesentruhe. Wir bekommen heute sowieso ziemlich viele Preise. Unter anderem, glaube ich, noch eine Riesentruhe, Magietruhe, epische Truhe, legendäre Truhe und so weiter. Gegen die Skarmi, Magier, Pfeile. Pfeile sind inzwischen auch sehr stark. Und Valkyrie, würde ich sagen. Weiter geht's. Jetzt sind wir angekommen am 19. Juni 2019 und damit der Einführung der Mini-Kartensammlung. Sprich, wir haben jetzt hier eine Kartensammlung aus insgesamt, ich glaube, 40 Karten, aus denen man sich eben ein Deck bauen konnte. Man kann eben Pech oder Glück haben. In unserem Fall ist es zum Beispiel ziemlich Pech, weil wir keinen großen Zauber haben, der uns eben relativ unterstützen könnte. Auch keine guten Support-Truppen, finde ich. Und wir haben uns jetzt hier ein Deck gebaut, zusammen mit Ballon, Pfeilen, Tornado, ohne großen Zauber. Ist ziemlich interessant, aber funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf einen Predict, den ich verhauen habe. Und ich würde sagen, wir starten rein. Und natürlich noch kurz was zu der Zeit, um diesen Zeitpunkt rum, Mitte Juni, war ich auf jeden Fall so ziemlich von dem Hype her auf der Spitze auf jeden Fall und habe gerade erst mein 100.000 Abonnenten-Special gemacht, was mir den Bowler gefällt, nice. Und ja genau, und da war glaube ich auch gerade das Pay-to-Win-Projekt auf dem Höhepunkt und allgemein hatten wir glaube ich 6 Millionen Aufrufe in diesem Monat und das ist gerade der Trophäenpfad eingeführt worden, Erdbeben ist aber rausgekommen und allgemein war Clash Royale wirklich auf der absoluten Spitze für das Jahr 2019. Was machen wir jetzt hier, würde ich sagen? Wir könnten jetzt hier eigentlich mit Tornado-Krimmer Ballon reingehen. Wir werden keine Inferno. Also, der Ausweis ist natürlich. Nein. Oh, okay. Ja, okay, die Kurbel kam ein bisschen spät, aber es ist noch rechtzeitig gekommen. Alles gut. Okay, ich glaube, ich sollte mich wieder ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren. Ich will dann immer so ein bisschen was noch zu dem Zeitpunkt erzählen oder zum Zeitraum erzählen. Und gleichzeitig muss ich aber immer noch spielen. Trotzdem geht's klar. Gegner hat Ofen und Inferno-Drache. Sollten wir eigentlich holen können. Wenn wir gewinnen, bekommen wir wieder eine Blitztruhe übrigens. Also, auch bei jedem einzelnen Sieg achte ich darauf, dass wir irgendwas Gutes gewinnen auch. Jetzt bringt er seinen Inferno-Drachen mit Chipper, jetzt immer wieder mit dem Tunnelgräber. Was uns halt ein bisschen fehlt, ist natürlich ein Gift, aber ansonsten könnten wir das auch eigentlich relativ locker gewinnen. Jetzt muss ich aber gerade aufpassen, weil ich. Oh mein Gott, ja, das war jetzt nicht so optimal. Jetzt habe ich auch die Pfeile rausgehauen. Ich bringe Tunnelgräber rein, jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Das kann auch ziemlich hässlich werden jetzt. Wahrscheinlich Rabauken oder so, oder hier eine Goblin-Gang reinbringen. Okay, wir kommen halt an diesem Ofen einfach nicht vorbei. Was soll ich halt auch machen, ne? Meine Möglichkeiten sind da sehr begrenzt. Das war ein sehr schöner Tornado, genau, gegen den Feuerger. Oh, das war ein richtig schöner Tornado. Jetzt hier wieder predicten, wunderbar. Und wir cyclen einfach mal ein bisschen Pfeile. Oh, er macht auch. Oh nein, das kommt zu spät. Aber ist egal. Okay. Wir haben ganz guten Vorsprung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, ehrlich gesagt. Ja, okay, das ist halt. Und da ist halt der Bowler wieder so wie was. Der hat alles abgeräumt. Kobold rein. Er bringt den Tunnelgräber immer an dieselbe Stelle. Das ist übel, einfach den zu predicten gerade. Und ich würde sagen, jetzt könnten wir echt mal versuchen, sowas zu machen. Was weiß ich? Ja, genau deswegen, ich wusste es. Genau das wollte ich. Inferno-Drache wird geslowt. Und wir haben alles getroffen. Haben wir jetzt Pfeile bereit? Wir warten mal ab, würde ich sagen. Jetzt können wir Pfeile reinbringen, genau. Wir können jetzt noch Goblins rein spammen. Das haben wir gewonnen. Keine Chance. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Ja, das war es noch nicht ganz. Sekunde. Tornado, ist der dran? Ja, wunderbar. Würde ich sagen, so viel auf jeden Fall jetzt hier zu der Mini-Kartensammlung. Insgesamt muss ich sagen, den Spielmodus finde ich ganz witzig, weil man sich ein Deck bauen kann. Aber vielleicht ein bisschen auch zu luckabhängig und ist halt relativ ähnlich zu ganz normalen globalen Turnieren halt. Aber auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Kam, glaube ich, auch ganz gut an. Und wir öffnen jetzt hier gerade noch die Blitztruhe. Und Inferno-Turm blitzen wir weg. Ja, mit Musketieren haben wir maxed. Riese perfekt, genau. Und ich würde sagen, auf jeden Fall so viel zur Mini-Sammlungs-Herausforderung. Jetzt spielen wir den Mega-Touch-Modus. Der ist erst letzten Monat rausgekommen, also im November 2019. Und wir haben dabei eben einfach ein zufälliges Deck-Inzi genommen, das eigentlich relativ gut geklappt hat. Wir haben nämlich beide Matches gewonnen. Im Mega-Touch-Modus hat man eben einfach ein 1 gegen 1 im Touchdown einfach. Und hat eben insgesamt in diesem Deck, ich glaube, es sind insgesamt 18 Karten. Also ein riesiges Deck, also, das man sich eben bauen kann. Und ja, ihr wisst vielleicht noch, das letzte Mal hat mich ja Mega-Touch ziemlich zum Verzweifeln gebracht. Aber ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt hier sehr, sehr vernünftig abschließen können. Und damit noch ein persönliches Ende für das Jahr 2019 zu diesem Spielmodus finden. Mal schauen. Ja, okay, das ist schon mal nicht so geil. Er hat nämlich jetzt hier die Hütte und wir haben nichts. Aber ich, ja, vielleicht können wir gleich die drei Musketiere schon auspacken. Mal schauen. Ich bringe jetzt mal den Prinzessin, schau, was er macht. Ja, okay.
Kannst du bitte treffen? Oh je, wenn jetzt die drei Musketiere zu lang. Oh, ich glaube, wir kriegen es eigentlich ganz gut, oder? Sekunde mal. Das ist die Frage, könnt ihr das hinbekommen? Ja, let's go, hört euch das an. Das ist übel gut. Jetzt haben wir drei Musketiere auf dem. Ja, zwei Musketiere auf dem Feld, nicht ganz, egal. Bringen wir auf jeden Fall noch ein Poison drauf, würde ich sagen. Lohnt sich auch wegen Skeletten. Bringen es hier einen Mini-Packer. Die beiden Musketiere sind noch dabei. Dass die eine Musketierin gestorben ist, hat auch ziemlich weh. Okay. Alles egal. Das war schon der erste Touchdown. Ich glaube, er hat noch Heal gespielt, was ich extrem seltsam finde. Vielleicht macht er dasselbe wie ich und spielt auch nur zufällige Decks. Ich weiß es nicht. Wir warten erstmal ab, würde ich sagen. Und bringen jetzt hier die Hütte rein. Okay. Was macht er? Was soll ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich bringe mal Rabauken und Nachtex auf die andere Seite einfach. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll gerade. Ich mach's einfach, komm, ist mir jetzt alles egal. Wir gehen mal. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich meine. Ich glaube, es reicht aber aus, oder? Der Ofen war extrem schlecht. Was soll ich sonst machen? Dunkler Prinz rein. Ich glaube, er kann nichts machen. Ja, das war geil. Ich meine, an sich ist Golem zwar schwer aufzuhalten, weil wenn er einfach andere Länder reingeht, ihm fehlen ja 8 Elixier, dann kann er halt auch nichts mehr machen. 2-0 stehen wir. Wir gewinnen bisher jedes Match irgendwie ziemlich locker, ist schon aufgefallen. Also, gerade die entscheidenden Spiele um den dritten Sieg sind immer ziemlich deutlich. Ich bringe jetzt meine Hexe nach hinten. Na, eher in der Hoffnung, dass ich jetzt, dass er vielleicht auf der anderen Seite reingeht, aber alles gut. Jetzt können wir einfach abwarten, können es hier gleich einen Mega-Ritter draufklatschen. Sekunde mal. Nein, ich meine Hexe. Das haben wir, glaube ich, ein Problem. Das war halt übel bad von mir. Das Ding ist, ich wollte halt auch mein Elixier nicht vorlaufen lassen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben kein Problem. Ich könnte ihn auch klonen, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ja, okay, ja, das passt erstmal. Der Champ wahrscheinlich auch. Na, ich denke, der Champ nicht auf die Hütte. Ist in Ordnung. Was wir jetzt hier eigentlich bräuchten, ist am besten wieder drei Musketiere, würde ich sagen. Einfach jetzt hier rein. Ich hoffe, dieser eine Sperrkobold geht nicht vorbei. Nee, alles gut. Drei Musketiere kommen rein. Ja, doch, ich doch vorbei, sage ich doch. So schnell kann es 2-1 stehen. Oh Mann, okay. Jetzt müssen wir uns echt anstrengen. Er hat noch eine Minute Zeit, um auszugleichen. Oder wir machen eben schnell noch das 3-1. Wir warten erstmal auf. Er muss reagieren. Okay. Bau da nach hinten. Pass. Wir reagieren. Bringen jetzt hier ein Poison drauf. Ich würde am ehesten eigentlich einen Mini-Packer reinbringen. Na, halt das Ganze hoch, okay. Okay, geht rüber, sehr schön. Können wir Hütte reinbringen. Ich weiß auch, ich habe nicht so viel gegen Luft, ne? Also wie gesagt, das Ganze ist halt auch wirklich ein komplettes Random-Deck, merkt man, glaube ich, auch. Aber mit den Rabauken sollte es eigentlich passen. Wir könnten auch klonen, das lasse ich mal lieber. Nachtex nach ganz hinten. Okay, was macht er jetzt? Die Feuergeister killen das, oder? Ja. Ich würde jetzt mal fast einen defensiven Friedhof noch reinbringen. Ja, lohnt sich, glaube ich. Bring jetzt hier einen defensiven Friedhof und klonen das Ganze gleich irgendwie. Ich habe irgendwie Bock auf einen Klon. Jetzt hier klonen. Ja, wir treffen nicht so viel, aber es ist trotzdem gelohnt, denke ich. Und es war's, keine Chance. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier auch den nächsten, den vierten oder den. Ich glaube, den vierten, das haben wir jetzt damit gewonnen. Von insgesamt 7 Modi heute. Und ihr könnt auch an der Stelle auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welcher Modus euch am besten gefallen hat. Also mir persönlich weiß ich noch gar nicht, was mir am besten gefallen hat. Muss ich mir am Ende überlegen, wenn ich alle durch habe, was mir davon am besten gefallen hat. Auf jeden Fall jetzt hier 3-1, 15 Juwelen und wir kommen dann halt als nächstes zur Elixier-Eroberung. Wir kommen zur fünften Challenge für heute und zwar zur Elixier-Eroberungs-Challenge. Dabei ist es eben so, dass ihr ähnlich wie bei der Drachenjagd in der Mitte eben einen Elixierbehälter habt und wer den Elixierbehälter zuerst zerstört, bekommt eben 2 Elixier. Ansonsten könnt ihr auch noch bei den beiden Brücken jeweils ein Elixier einsammeln, sprich wer eben seine Truppe darüber schickt, bekommt eben einfach ein Elixier extra. Sprich, ich habe wieder dasselbe Deck wie vorhin, also wir arbeiten wieder mit dem Fernturm und ihr seht jetzt schon hier, wir müssen jetzt hier versuchen, den Elixierkanister in der Mitte zu zerstören und ich glaube, das sieht schon mal relativ gut aus. Er bringt jetzt hier einen Golem, bekomme ich schon mal 2 Elixier Plus, können es hier auch in den Fernoton ganz entspannt reinbringen. Und ich glaube, dieser eine Bogenschütze ist hier auf der linken Seite. Genau, bekommt es hier auch wieder ein Elixier für uns. Und ihr seht eben, so kann man das eben ziemlich entspannt dominieren, wenn man eben einfach immer wieder dafür sorgt, dass man eben das Elixier gespawnt bekommt. Bringen es hier in den Valkyrie rein, können erstmal ganz entspannt bleiben und schauen, was er macht. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt, jetzt mal hier mit dem Friedhof rein an der Stelle. Können wir eigentlich machen. Ja, machen wir auch. Friedhof rein, Valkyrie wird tanken. Das ist halt die Frage, ne? Ich bin auch Bats ran. Die kosten alle Elixier nur, weil wir das Elixier jetzt hier einsammeln können. Der Bomber sollte auch wegsterben, sehr schön. Und ich glaube, er hat schon wieder verloren. Ja, das Deck ist halt schon irgendwie dumm, muss ich ehrlich sein. Aber allein der Entfernungsturm in der Verteidigung ist absolut krass. Ansonsten natürlich jetzt hier nochmal zu der Zeit, in der wir gerade sind. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall am 9. Mai, glaube ich, rausgekommen, die Challenge ursprünglich. Ich glaube, es war kurz vor, oder es war ungefähr in der Zeit eben vom Trophäenfahrt-Update. Das war auf jeden Fall das beste Update, das eben in diesem Jahr rausgekommen ist, mit Trophäenfahrt, mit dem Erdbeben und auch mit einigen neuen Challenges, wie zum Beispiel Elixier-Eroberung oder auch Drachenjagd. Und ja, das war auf jeden Fall ein ziemlich guter Monat für mich. Das war eben so der Monat hin zu meinem besten Monat. Und allgemein muss ich wirklich sagen, dass die Challenge auch extrem viel Spaß gemacht hat. Also würde ich dann probieren, wir ziehen Valkyrie.
Ist halt nur die Frage, wie wir jetzt hier am besten den Dings staffen wollen. Den, wie heißt. Oh, oh mein Gott, nein, das hat. Sekunde mal. Das kann natürlich ziemlich hässlich werden unter Umständen. Ich glaube, wir müssen es gleich einfrosten einfach. Bringt nichts. Ja, Frost war nice, aber an sich habe ich gerade ein bisschen Kontrolle über das Spiel verloren, um ehrlich zu sein. Also ich würde auf jeden Fall noch Bogenschützen reinbringen. Den Turm können wir, glaube ich, trotzdem noch defenden. Ich will klonen. Es geht in Ordnung. Ich meine, wir kommen jetzt auch in Elixier zurück über die Bogenschützen. Er bringt den nächsten Golem rein, aber wir haben jetzt auch wieder einen Inferno-Turm-Cycle. Und ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so viel rede und ein bisschen besser spiele vielleicht. Können es ja abwarten. Bringen jetzt hier den Inferno-Turm rein. Und jetzt wäre es halt ganz gut, wenn ein Elixierbehältnis kommen würde. Vielleicht noch was drin, glaube ich nicht. Aber ist in Ordnung. Jetzt würde ich hier noch einen Schneeball, glaube ich, einfach draufbringen. Jetzt frosten wir. Bring die Valkyrie rein. Und es sollte jetzt eigentlich gewonnen sein. Ja, ich meine, wir haben auch eigentlich einen Konter. Allein der Frost ist ja auch schon ganz nice gegen den, wie heißt er, gegen den, Golem. Gegen den Klonen sich, ne? Soll ich einen Friedhof gebracht haben? Mistake, egal. Ich hoffe, der Friedhof. Ah, es hat da noch 30 Sekunden. Ich lasse jetzt noch verlieren, aber ich glaube eigentlich nicht. Wir können gleich den nächsten Inferno-Turm reinbringen. Ja, gegen Kanal, glaube ich, auch nichts machen, groß. Wir könnten es auch noch frosten, einfach. Warten mal ab. Ich glaube, wir sollten lieber gar nicht frosten. Lieber einfach. Ich weiß nicht. Wir bringen mal eine Skami einfach rein, gleich eine Valkyrie noch drauf. Ja, genau. Genau deswegen habe ich nicht gefrostet. Da kann ich jetzt hier frosten. Okay, das war schon sehr hart. Wir haben ungefähr 15 Elixier eingefrostet und meine Valkyrie hat noch Full Life gehabt. Also die Kombi für 8 Elixier hat ihn ziemlich auseinandergenommen. Also ich glaube, da hatten wir auf jeden Fall Konter. Und das heißt, wir haben auch die 5. Challenge geschafft und bekommen jetzt hier, glaube ich, eine epische Truhe. Soweit ich weiß. Ja, genau. Die epische Truhe öffnen wir jetzt hier für den Free-to-Play-Account, also am besten irgendwas für Friedhof. Ja. Ja, die waren nicht optimal für meinen Friedhof, aber egal. Würde ich sagen, 2 Challenges haben wir noch vor uns. Der Holzfäller-Ansturm und Mauerbrecher-Ansturm wird spannend werden. Damit kommen wir jetzt zum Holzfäller-Ansturm. Der ist ungefähr vor 3 Monaten rausgekommen. Im September, würde ich sagen, starten wir rein. Wir stehen 2-2, also wir müssen jetzt gewinnen. Mal schauen, wir sind auf dem Free-to-Play-Account, also ich kann auch nicht fortsetzen. Wir müssen es wirklich gewinnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Ende 100 Juwelen kostet. Das wäre echt nicht so nice. Mal schauen. Nehmen uns hier, würde ich sagen, den Elixier geholt. Der ist immer noch OP. Nehmen uns die Goblin Gang und nehmen uns das Barbarenfass. Okay, also allgemein zur Challenge ist es eben so wie bei Schweinerennen. Sprich, beide Spieler bekommen eben in diesem Fall einen Holzfäller gespawnt. Jeweils auf der gegenüberliegenden Seite. Und am Ende sind es, glaube ich, bis zu 2 Holzfäller oder 3 Holzfäller, die auf einmal gespawnt werden können. Ist ein ziemlich verrückter und aggressiver Spielmodus und ich hatte bisher so meine Probleme. Das Hauptproblem ist eben vor allem, dass die Holzfäller einmal hier auf der Seite und einmal auf der anderen Seite spawnen. Also immer abwechselnd halt. Und das Problem ist eben, dass man manchmal eben in diesen einen Holzfäller reinläuft, den der Gegner gerade gespawnt bekommt. Und dann hat man ein Riesenproblem teilweise. Goblin-Gänger zwischen vielleicht noch? Ich glaube, es war ganz gut. Da war einfach was drauf. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich finde es mal ein bisschen aggressiv von ihm. Die Holzfäller sind auf der richtigen Seite perfekt, genau. Genau so muss es sein. Und jetzt können wir eben den Holzfäller ausnutzen. Jetzt haben wir hier eine Kanonenkarre, würde ich sagen, auch noch. Ich bin einen guten Megaritter. Die Kanonenkarre defendet. Ja, okay, Kanonenkarre macht einen guten Job. Trotzdem könntest du hier einen Königsgast reinbringen. Der Turm wird normalerweise fallen. Flugmaschine ist auch dran. Holzfäller kann nicht überleben, aber ist egal. Jetzt haben wir mindestens einen Hutzauber. Bringst hier eine Goblin rein. Die war nicht gut platziert, aber ist egal. Kann der Königsgast vielleicht überleben? Ich glaube nicht, egal. Aber Barbarenfass rein. Und ihr seht übrigens auch, dass wir 1,3 Elixier haben. Das liegt daran, dass eben die 1,3 stehen dafür. Dass man eben mit einem Wutzauber 30% mehr Schaden bekommt. Sprich, die 30% sind eben auch wegen dem Holzfäller, wegen seinem Wutzauber. Und deswegen hat man sich eben gedacht, dass man eben auch 30% mehr Elixier haben soll. Was ich ziemlich komisch finde, aber gut, ich meine, wenn die das originell finden, dann sollen sie es machen. Die Frage ist eher, was wir jetzt hier machen, ehrlich gesagt. Ja, weiß nicht. Am besten ist hier irgendwie sowas. Vielleicht kann der Königsgast seinen Flächenschaden da draufpacken. Das ist halt die Frage jetzt. Jetzt muss hier auf jeden Fall der Tanken gleich, genau, perfekt. Jetzt können wir hier sowas machen. Können es hier mal Barbarenfass bringen? Ich glaube, wir kriegen es auch defended erstmal. Aber es war trotzdem zu aggressiv von mir. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Das ist Doppelholzfäller am Turm, aber ich kann nichts machen. Ne, ich kann nichts machen. Okay, der Turm wird fallen. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Ich habe schon oft genug verloren heute. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich reingehen, ne? Machen wir auch. Die Flugmaschine hilft zumindest noch mit, das war wichtig. Was wir jetzt hier machen können, ist hier blocken. Die Flugmaschine hilft immer noch. Jetzt haben wir hier gleich am besten, würde ich sagen, eine Koboldgänge oder sowas. Aber das muss ja echt aufpassen. Nein. Der ist dran. Ich kann nichts machen. Koboldgänge rein. Das ist gar nicht gut, was gerade passiert. Okay, Goblin Gang vielleicht noch rein. Er könnte es auf jeden Fall einen Megaritter reinbringen. Ist ja halt gar nicht gut für uns. Er macht auch. Der Turm ist da weg, aber es kann trotzdem hässlich für uns werden. Wir bringen jetzt hier eine Kanonenkarre rein. Am besten auch noch, würde ich sagen, Barbarenfass drauf. Um das optimal zu defenden. Sehr schönes Barbarenfass. Perfekt. Die Flugmaschine macht auch einen guten Job. Jetzt hier eine Goblin Gang rein.
Und ist vielleicht auch mal ein bisschen. Nee, nicht aggressiv. Wir verteidigen erstmal, würde ich sagen. Bringst hier noch einen Königsgast rein, schnell. Und ich glaube, wir kriegen sogar den Turm verteidigt irgendwie. Ja, mit viel Glück. Jawohl, let's go, haben wir verteidigt bekommen. Jetzt können wir hier schnell einen Elixiergolem reinbringen. Bringen jetzt hier in unsere Goblin-Gang rein. Er hat noch 10 Sekunden Zeit, er muss einen Turm noch kriegen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt eigentlich gewonnen haben. Flugmaschine auch dabei. Königsgast passt auch. Und das war's. Sehr schön, oder? Ja, perfekt. Okay, damit haben wir jetzt sehr, sehr, sehr knapp auch die 6. von 7 Challenges gewonnen. War aber trotzdem ganz originell. Ist ein ziemlich aggressiver Spielmodus. Aber was mich wundert, ist, dass es nur ein Holzfäller war am Ende auch. Also ich glaube, in der richtigen Challenge am Anfang waren es, glaube ich, bis zu 3-4 Holzfäller. Ich weiß es nicht mehr. Würde ich sagen, 5000 Gold. Und jetzt wartet die letzte Challenge auf uns. Die verrückteste wahrscheinlich heute. Die Mauerbrecher-Ansturm-Challenge mit legendärer Truhe. Damit kommen wir jetzt zur 7. und damit letzten Challenge für heute, unser Mauerbrecher-Ansturm. Die ist rausgekommen im August, also vor 4 Monaten. Da hatte ich gerade die Entscheidung getroffen, dass ich dieses Jahr noch YouTube weitermachen möchte. Und die habe ich, glaube ich, sogar im Urlaub aufgenommen. Also da war ich gerade sogar weg und habe trotzdem eben aus dem Urlaub aufgenommen extra für euch. Und auf jeden Fall, das ist eine absolut geile Challenge, die wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal spielen können. Ihr seht es jetzt schon hier, es werden immer mehr Mauerbrecher gespawnt auf beiden Seiten. Am Ende sind es einfach so bis zu 8 Mauerbrecher, glaube ich, auf beiden Seiten. Wirklich absolut krank. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, dass wir jetzt hier einfach ein Bombenturmdeck spielen. Mit Valkyrie. Und unsere Offensive ist im Grunde genommen eigentlich, nur Mauerbrecher. Bin ich ziemlich gespannt, ob es funktionieren wird. Aber an sich habe ich das schon mal gemacht, müsste eigentlich klappen. Weil eben vor allem die Mauerbrecher immer wieder so viel Schaden machen, die Gegner überfordert sind. Aber das Problem, was wir jetzt hier gerade haben, ist, dass er noch Lockbait spielt. Das ist eine ziemlich gute Idee. Mal schauen. Okay, mal schauen. Sollte eigentlich erstmal in Ordnung gehen. Jetzt können wir hier einen Poison bringen. Wir haben vor allem auch eine Frost-Offensive, was ich auch ziemlich witzig finde. Ich glaube, vor allem, wenn wir mal so 4 Mauerbrecher auf dem Feld haben und dann überraschend einen Frost bringen, kann es ziemlich hässlich für ihn werden. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir halt gegen Lockbait besser vorgehen. Oh Gott, das ist ganz schön ein Software-Update. Das darf ich euch auch nicht gerade nerven. Okay, Valkyrie rein. Ein Ritter. Und wir machen es einfach. Komm, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind halt direkt 1000 Zentner Schaden, deswegen dachte ich, mache ich das mal. Es war vielleicht jetzt ein bisschen aggressiv, kann man sagen, aber ich glaube, es war ein ganz gutes Timing. Jetzt können wir hier einen extremst guten Poison bringen. Wobei, glaube ich, noch nicht ausreicht. Wir brauchen jetzt hier noch Bats. Ich muss eigentlich auch noch die, genau, hier verteidigen, perfekt. Und die connecten auch nicht, wunderbar. Aber ich könnte es hier, jetzt hier Frost ein bisschen lassen wir, glaube ich, lieber. Ah, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, Sekunde mal. Kann ich doch die Mauerbrecher treffen, dann wäre super. Ja, let's go, das ist richtig gut. Jetzt warten wir, würde ich sagen, wieder erstmal ab. Genau, wir kommen jetzt hier in den Inferno-Turm rein. Ich glaube, wird es nicht so dumm sein, nochmal das Risiko eingehen, dass wir die connecten lassen können. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt immer in den Inferno-Turm bringen wollen. Aber er cycelt halt seine Fässer extrem schnell. Das ist gar nicht gut für uns. Da müssen wir echt aufpassen. Bringen jetzt hier die Bats rein. Oh je, er hat das Kampf zu hauen, aber ist relativ egal. Oh, das kann hässlich werden. Das Match sieht nicht so einfach für uns aus. Also Lockbait ist, glaube ich, jetzt nicht so unser Matchup. Das gegen das wir spielen wollen, auf jeden Fall. Ich bring's hier wieder schon mal ein Poison, dass wir auch ein bisschen Poison cyclen, einfach euch ein Poison behauen. Das schmerzt. Okay, jetzt will ich die andere Seite mal schauen. Mach doch was. Okay, jetzt wird hässlich werden. Wir liegen sogar knapp hinten jetzt. Ich bring jetzt hier einen Kampfholz rein. Bring's hier Fledermäuse drauf. Bring's hier den Valkyrie schon mal. Genau, gegen das Koboldfass. Oh, die hat alles getroffen, let's go. Die haben predicted. Die hat alles treffen können. Sehr, sehr gut, das war wichtig. Das ist halt die Frage. Wir bringen wieder ein Poison, wir treffen damit auch alle seine Mauerbrecher, das lohnt sich. Das ist halt wieder die Frage, was er jetzt hier dagegen macht. Welch Kampfholz? Ne, okay, macht's wieder so. Der spielt es perfekt aus gerade. Wobei es jetzt hier gefährlich für ihn werden könnte. Ah, ich würde erst frosten, aber das lohnt sich halt nicht wirklich. Ich bring die Bats rein. Und bring hier wieder eine Valkyrie davor, würde ich sagen. Was macht er? Ein Kampfholz. Und die nächste Prinzessin. Ich hätte frosten können, egal, es ist zu spät. Ich bring sie eher über den Poison erstmal. Liegen hinten. Wenn es weitergeht, verlieren wir das. Ich glaube, es war vielleicht nicht die beste Idee, so zu spielen, wie wir das gerade tun. Ah, ich weiß nicht. Okay, jetzt ist hässlich werden. Ich muss jetzt irgendwas machen, schnell. Oh mein Gott, nein. Wir müssen es irgendwie angreifen. Wir gehen rein. Wir posten es hier. Das war, glaube ich, nicht so. Poison. Oh mein Gott, wir können noch gewinnen. Sekunde mal. Sekunde. Wir gewinnen. Ja, okay. Oh mein Gott, ey. Hat das Kampfholz ausgereicht? Sekunde. Hätte das Kampfholz echt ausgereicht? Ich weiß es nicht. Ich habe aber echt. Ich glaube, die Deckwahl war dann doch nicht so optimal. War natürlich auch ein bisschen unlucky, weil wir natürlich gegen Inferno-Turm nicht so gut frosten können. Es hätte nicht ausgereicht. Immerhin hat das Kampfholz nicht ausgereicht. Trotzdem so viel zur Challenge heute, würde ich sagen. Legendäre Truhe nochmal zum Abschluss jetzt hier.
Holzfäller. Ja, passend auf jeden Fall zum Holzfäller-Ansturm, würde ich sagen. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Insgesamt 7 Challenges, die wir jetzt hier alle abgeschlossen haben. Eigentlich auch ziemlich gute Preise. Und halt ein ziemlich krasser Abschluss für das Jahr 2019, würde ich sagen. Danke nochmal fürs Zuschauen. Danke nochmal für dieses unfassbare Jahr, wirklich. Also, was wir in diesem Jahr alles erreicht haben zusammen. Ich war auf so vielen Events. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich bin jetzt sogar bei einem E-Sports-Team dabei. Absolut krank, wirklich. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.